So, meine lieben Freunde, und weiter geht's mit dem nächsten Level, Duke Nukem 3D. Bei mir ist der Virus, auch wenn er nichts vom Spiel sieht. Hallo. Aber das ist auch mal okay, kann man ja auch mal machen, ne? Ist ja nicht schlimm, ne? Ist nichts Schlimmes, ne? Also ich bin gerade unter Wasser, nur damit du dir vorstellst, was hier abgeht. Ich bin gerade unter Wasser in irgendeinem Öltanker. Der Öltanker heißt... Öltanker. Valdez 2. Und, hier sind überall gefräßige Haie. Und andere platzende Viecher. Und ein bisschen Öl. Und ist ja auch ein Öltanker. Oh, jetzt bin ich unterm Öltanker. Oh, jetzt glaube ich sterbe ich. Was? Ah, nee, doch, das war richtig. Oh, komm schon. Jetzt bin ich im Öltanker. Cool, wa? Es gibt so neue Aliens hier. Die voll geil zerplatzen. So grünlich, halt wie im Film Alien, weißt du? Geht voll ab. Ah, jetzt bin ich aber geschrumpft. Auch säure. Ja, jetzt kann ich erstmal kurz Wasser trinken. Weil ich möchte den Duke jetzt endlich fertig kriegen, weißt du? Weil ich dieses Projekt schon echt lange mit mir rumschleppe, so gemein das auch klingt. Ist ein gutes Spiel und so, ne? Keine Frage. Aber man muss auch mal loslassen und für neue Sachen bereit sein. Toll. Das hat mir nichts gebracht, dass ich hier war. Gibt's hier noch einen Eingang? Ich glaube, der Tanker ist Tarnung für ein Alienschiff. Das ist doch nur Tarnung. Komme ich da irgendwie hoch auf Valdez? Your face, your ass, what's the difference? Ey, Haie sind so doof. Oh, mal Luft holen. Alter, ich check es nicht. Wo muss ich hier rein? Ach, das ist hier schon. Ah. Da unten ist das Ziel. Ah. Da komme ich auch nie mit hin. Verdammt, es gibt nur diesen einen Eingang. Tja, da können wir mal da rein. Aber hier passiert doch nichts. Ist hier irgendwo ein Riss in der Wand? Jetpack, oder? Ja, ich hab ein Jetboard, nur noch 1%. Shit. Ja, das war's schon mit dem Jetpack. Starten. Ach verdammt, ich hätte falsch abgespeichert. Ärgerlich. Dit macht aber gar nichts. So. So, und hier speichern wir jetzt. Die ganze Munition hier weg. Thank you.
Aktivität immer noch nicht auf. Scheiße. Warum geht denn diese Tür hier nicht auf? Das ist doch ein Fehler, sicher. Ich wette, ich muss hier durch die Tür, aber ich weiß nicht wie. Wir machen jetzt etwas, was mir echt peinlich ist, aber ich weiß gerade nicht weiter. Wir nehmen jetzt einen Webbrowser und googeln das. Ja, was soll ich denn machen? Ich komme gerade nicht weiter. Duke Nukem. Ach ja, auch manchmal. 3D. The Birth. Walkthrough. Level 5 oder was? Walkthrough 51, leck mich am Arsch. Ah, da, Level 10. The Birth. Oh, dazu gibt's ein Video. Bei AOL Online-Video. Ich raste aus. Okay, der macht jetzt mal oben rum alles kaputt. Ist ja auch ganz nett. Ja, machen wir mal. Weiter. Oh, der spielt noch das ganz alte Duke Nukem auf MS-DOS oder so. Sieht auf jeden Fall gut aus. Sind noch gleiche Missionen und so, oder? Was? Ja, ja, sind die gleichen Missionen. Ja. Ja, weiter hier. Wie geht's weiter hier? Was machst du denn? Come on. Ja, der weiß auch nicht, wie er da reinkommen soll. Der Affenarsch. Hä, wie ist denn der da hochgekommen? Was soll das? Okay. Ja toll, der hat ein Jetpack, der Penner. Aber mein Jetpack reicht dafür nicht. Na toll. Ich kann es ja nochmal ausprobieren. Mit Jetpack. Nein, es reicht echt nicht. Mir fehlen da 2-3%. Ist ja ärgerlich. Ist schlecht. Aber solche Levels hatte ich jetzt hier andauernd. Dass die so wirr waren, dass du da erstmal nicht auf Anhieb den Eingang gefunden hast, zum Weiterkommen. Ja, yeah, ich habe einen Weg hochgefunden. So wie ich es mir vorhin schon gedacht habe. Ist ja cool.
Schweine. Oh, Virus, ich hab's geschafft. Yeah, du kannst stolz sein auf mich. Yeah, cool, cool, Vendetta. Yeah, bester Let's Play aller Zeiten. Yeah. Ja, Entschuldigung, ich mach zu wenig mit dir hier gerade. Ne? Das tut mir leid. Das tut mir leid. Ich muss dich mehr einfließen lassen. Egal. Nein, so egal ist das nicht. Mach dich nicht kleiner als du bist. 1,20 oder so. So, was geht denn da ab? So, da drin habe ich ein bisschen aufgeräumt. Wo komme ich jetzt rein? Warum geht denn hier nichts auf? Verdammte Puff-Scheiße hier. Geht hier irgendwas auf? Unsichtbare Fenster, du ahnst es nicht. Unsichtbare Fenster? Ja, also nee, Fenster, die aussehen wie Fenster, aber es sind gar keine Fenster. Okay. Damit hast du sicher nicht gerechnet, war? Dass jetzt mit so einer Erklärung kommt. Aber so ist es. Oh, und ich hab wieder keine Munition, ey. No Munitioner. Ah, ein bisschen Munition. A little bit of Munition. Wo ist Gegner? Ich hab Munition. Nimm das, Gegner. Yeah, piece of cake. Oh, Scheiße. No Munition. Oh nee, gar keine. Oh doch, ich hab hier noch ein bisschen. Hier draußen noch. Hier. Einer in der Tür kaputt gequetscht worden. Jetzt zieht sich immer so der Schleim hoch und runter. Lecker. Das ist schön. Das gefällt mir. Unnötige, blöde Gewalt. Das ist mein Ding. So, haben wir jetzt alle hier? Kann ja so langsam hier nicht mehr weitergehen. Stehst du auch so auf unnötige Gewalt? Aber richtig. Nichts Besseres, ne? Ich genauso. So. Klatsch. Noch keiner. Hier ist auch keiner. Was ist denn da los? Was, da schießt einer? Oh, jetzt kann ich nur noch treten. Oh, dann Salat schon mal so. Wir zerlatschen euch. Virus hört nur zu, wie wir zerlatschen. Ach scheiße, hier bin ich schon wieder falsch, hab mich verlaufen. Die haben alle Pistolen und ich hab sie nicht. Jetzt aber. Dumme Assis, dumme. Alter, da ist noch ein fetter Reaktorraum. Ach Gott, ahnst du nicht, das ist ein Riesenlevel. Da ist die blaue Karte, das ist doch dann... Was ist denn das? Scheiße. Oh, der war nicht dran, Alter. Wen rammst du wo? In Cerno. Ach so, in Cerno rammt er.
Jetzt sind die ganzen DayZ-Zuschauer wieder da und sagen, oh Mensch, und du spielst Duke Nukem, du Vollidiot, mach mal wieder neue DayZ-Folgen, ey, Opfer. Darf ich mir ja immer anhören, ne? Wenn ich mal was anderes spiele, dann meckert man. Nein, das geht ja nicht. Ja, aber weißt du, man will ja auch mal was anderes sehen. Mhm. Und Duke Nukem habe ich noch nie in meinem Leben durchgespielt, deswegen spiele ich das. Oh, da kommt er schon wieder. Oh, hast du ja nicht geschafft. Energie to the King, Baby. Da. Draußen gab es auch noch Energie hier. Zack, zack. Alle in eine Reihe. Bam, bam, bam. Das Miese ist gerade hier im letzten Abschnitt. Da gibt es immer sau wenig Munition. Und man muss so eigentlich sparsam mit umgehen, aber das kann man nicht. Haben wir es vorher auch nie gemacht. Auf einmal musst du hier so voll sparen und so. Der Typ hat auf einmal kein Geld mehr. Der arme Typ. Ja, echt. Ganz armer Typ. Oh oh. Hab ich gerade eine böse Stimme gehört. Alter, wo lacht der? Boah. Auch nicht schlecht. Voll die Abkürzung genommen. Auf meiner Seite sein und umschießen. Das wäre aber auch das erste Mal. Ja, Munition gespart. Da komme ich noch nicht rein, da komme ich noch nicht rein. Viele Leute hier schon wissen, aber es tut mir so leid. Hat Duke Nukem Forever ganz cool. Ich hab's nicht ganz durchgespielt.
Viele fanden den ja doof, den Teil. Der hat jetzt auch nicht die besten Kritiken gekriegt, aber es ist halt einfach so, wenn man früher als Kind, gut, du warst wahrscheinlich noch Samenflüssigkeit oder fast Kind. das ist wieder dieser Retro-Charme, den ich jetzt beim Paco nicht teilen konnte, als er diesen anderen Ego-Shooter jetzt gezockt hat. Hab ich vergessen. Deadpool? Was? Deadpool? Was meinst du? Deadpool? Deadpool. Das hat er Paco jetzt. Deadpool ist ein Ego-Shooter. Third Person. Kam so ein Superheld. Nee, der hat irgendwas. Trials. Nee, Triaden. Ach, irgendwie sowas. Und das ist halt auch so ein Spiel wie Duke Nukem. Und das hat er auch voll abgefeiert. Und ich konnte es halt nicht abfeiern, weil ich es nicht kannte. Okay, das war auch cool. Lass mal in Sicherheit bringen. Oh, ich hab die rote Karte. So. Schon wieder eine Abkürzung nach unten, sehr cool. Na, ein bisschen Energie jetzt gekostet. Ne, hier bin ich falsch. Das war irgendwo hier, ne? Jo, wieder safen und rein hier. Oh, schon wieder diese Alien-Wichser. Virus, falls es sich interessiert, ich bin gerade vor einem Reaktorkern des krassen Tankers und ich wurde gerade geschrumpft. Wenn ich geschrumpft wurde, ist das immer gute Zeit zum Trinken. Außer es latscht jemand auf meinen Kopf drauf. So. Safe. Ich bin gerade vom Reaktor halt, ne, von diesem Schiff und muss halt mal gucken, was ich hier so machen kann. Und was geht bei dir so, außer Tscherno? Ja, gerade hier wegen einem Töten. Aber ja, sehr gut. Der rennt immer weg. Ich bin tot. Da ist er tot, da geht er down. Und safe. Who wants some? Yeah. F6. So. Was schlabbert denn hier so? Hi, Schlabbermösen. Soll ich mal Wagen da rein? Ich wag's mal. Easy. Oh, nicht so easy. Sehr gut, alle kaputt. Irgendwo gibt es hier noch ein mega mieses, fettes, großes Monster. Ich höre es doch. Oh, es gibt schon wieder zwei große Monster. Ich höre sie beide. Oh. Okay, der ist schon im Arsch. What's the difference? Puh.
geht nichts. Come get some. Jetzt hier weiter. Ja. Wow, was war das? Oh, stirb einfach. Blöder Penner. Nee, da laden wir nochmal neu. Macht ja keinen Sinn hier. Ist ein Inboss oder wie? Nee. Einfach nur so Zwischengegner, weil sie etwas größer sind, die man halt ein bisschen spezieller bekämpfen muss. Mehr nicht. Aber es sackt halt ein bisschen der Typ. Das war schon wieder so dumm. Oh. Lieber hier speichern. Auch wenn ich ein bisschen viel Energie habe. Oh, komm her. Spaß. Fuck. Ah, auch nicht verkehrt. Alter. Wie kriege ich den da raus? Voll der Energieverlust. Scheiße. Schon wieder. User joined your channel. Yeah, da kommt noch einer, der mit ins Let's Play will. Ja. Wenn ihr nur wüsste, welches Let's Play, ne? Ja, das war so gerade. Jamal, ich spiel gerade Duke Nukem. Nein. Nur der Virus, weißt du, der spielt alleine. Ja, ganz allein. Klein nicht mehr. Gut, es sind eh nicht viele auf dem Server. Toll, jetzt sind es nur noch zwei Kollegen und ich. Ja. Scheiße, bin ich wieder tot. Oh nein. Hat dich erwischt. Nimmst du gerade auf, Alex? Ja, natürlich. Duke Nukem. Duke Nukem 3D, oldschool. Vor langer Zeit haben wir das immer gespielt. Das ist doch super, oder? Ja, für damals fände das auf jeden Fall. Das ist sogar heute noch total super, echt jetzt. Das macht richtig, richtig Bock zu spielen. Ich hab's mal gesehen bei dir, glaub ich, auf dem Kanal, ne? Alter, wie schnell hier die Boots alle gehen. Oh, raus hier, oh. Das macht ja keinen Sinn hier, ne? Shit, aber ich muss da lang, oder was? Oder wo, oder wer, oder was? Oder hier hin? Hallo? Wie funktioniert denn das jetzt hier? Scheiße! Ich verstehe es nicht. Ne, das war auch nicht richtig. Verstehe ich nicht. Vorne und hinten nicht. Come get some. So. Bis hierhin ist alles gut. Dann muss ich mal später speichern. Okay.
Steroide und ziehen das hier einfach ganz schnell durch. Da komme ich gar nicht raus. Oh nein, 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 ich will sterben, ich will sterben. Oh, tot. Ah. Yep. Na toll. Yep. Yep. Eat shit and die. Eat shit and die. Wird denn hier geschossen? Blow it out your ass. Aha, da oben. Wie ich da hinkomme, weiß niemand. Ich hab nämlich kein Jetpack. Fuck! Da geht's nicht weiter, da geht's nicht weiter. Oh. Das ist doch scheiße. So, nur ein Kreislauf. Das hilft mir gerade nicht weit. So, hier safen wir jetzt. Und jetzt versuche ich nochmal mit Steroiden hier irgendwie ganz schnell lang. Jamal, hast du damals Duke Nukem 3D durchgespielt? Och, das war so lange her, weiß ich nicht mehr, kann man sagen. Also, ich hab's definitiv nie durchgespielt, weil die ganzen Level, die jetzt hier gerade sind, kenne ich alle nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob der irgendwann durch Doom oder war Doom früher. Doom war ein bisschen eher, glaube ich. Da war halt noch 3 Teile davon gegeben, ne? Bei Doom. Was hat's bei Doom gegeben? 3 Teile. Ja. Okay. Bei Doom war man sicher, die habe ich durchgespielt und dann war die Max Payne-Phase eigentlich. Alter, Max Payne war auch super. Aber jetzt reden wir nicht hier über Max Payne, denn sonst wird der Duke traurig. Das wollen wir nicht anschauen. Armer Duke. Lass den Duke spielen. Oha. Oha. Hier ist ein etwas größeres Vieh. Großes Vieh. Kommt da ja gar nicht runter. Yeah.
platt ist er. What a mess. So. Safe. Da schießt doch noch einer, ich raste aus. Ach, das Ende vom Level. So, meine lieben Freunde, damit ist dieses Level auch alte Scheiße. Ich habe 30 Minuten gebraucht für dieses eine Level. Und Part-Time ist 5 Minuten am Arsch. Also, meine lieben Freunde, haut rein und bis dann. Ciao, ciao.